Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder beim guten Lemke. Morgen, hallo. Moin. Und ihr wisst ja noch, er hat ja mal angefangen, boah, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war, wo der Transporter angefangen hat umzubauen. Das ist bestimmt 2 Monate her. Ja, das ist schon ewig her. Ja. Also angefangen habe ich, habe den im August gekauft und dann ein bisschen was dran gemacht, immer im Urlaub. Und ich glaube, so richtig angefangen habe ich jetzt vor 6 Wochen ungefähr, dass das richtig scharf ging dann. Ja, jetzt bist du ja fertig. Morgen geht's auf Reise schon, erste, ne? Genau. Wollen wir mal ein bisschen mit ein paar Kumpels zum Festival. Das war jetzt so Stichtag. Bis heute muss da fertig werden. Wir haben es jetzt. Ja. 22:30 Uhr. Ja, ja, da wäre ich dafür. Gucken wir mal rein, was du da Schönes angestellt hast, ne? Hat alles gerade so geklappt. Also angefangen hat es damit Rostprobleme an den Wagenheberaufnahmen. Da sind neue Bleche eingeschweißt worden. Rechte Seite war auch ein Loch an der Seitenwand, ist auch ein neues Blech eingeschweißt. Und Body-Unterbodenschutz hier seitlich aufgetragen, dass man da halt einfach ein bisschen besser geschützt ist oder man es eventuell nicht gleich sieht. Auf jeden Fall ist erstmal was gemacht, ne? Jawohl, können wir mal hier reinlunzen. Und da sind wir in einer guten Stube auf jeden Fall. Das sieht schon echt edel aus, muss ich sagen. Also gestern habe ich gedacht, wo du angefangen hast, habe ich mir gedacht, naja, der krempelt da jetzt irgendwas sowas rein, wie ich beim T5 mal. Ja. Aber dann, wo ich denn gestern, wo du bei mir kurz warst, da ich dachte, alter Falter, hast du schon mega geil gemacht. Ja, können wir mal kurz reinlunzen. Genau, ja, also sagen? Erzähl mal was dazu. Vorab, es ist eigentlich alles so, grob gesagt, aus Resten entstanden. Also ja. Das Holz, was jetzt hier unter der Decke ist und seitlich und so, diese, das war Sperrholzplatte, Pappel ist das, aufgeschnitten auf 8 mm und links und rechts Nuten dran gefräst, dass das halt ein bisschen optisch was hermacht. Also das sind alles einzelne Latten gewesen. Das habe ich zugekauft. Hatte ich halt einfach auch so nicht rumfliegen. Die Küchenplatte ist von einem Kumpel, die Mutter. Die hat eine neue Küche gekriegt. Da habe ich die rausgekloppt, hat rein zufällig auf 1 Zentimeter genau gepasst. Das ist der Jackpot. Diese Platte ist von einem Kumpel, der sich einen Motorradanhänger gebaut hat. War auch noch über, ist eine Siebdruckplatte. 20 € für bezahlt an ihn. 100%ig, sieht affengeil aus. Akustikpaneele, die waren auch bei wem über. Da sieht man, hier sieht man wieder ein bisschen Küche. Das war Rückwand von der Küche. War auch über, hat auch nichts gekostet. 100%ig. Also das war, man sagt ja immer, Ausbau teuer hier und da, aber man muss einfach ein bisschen die Kontakte spielen lassen und sich ein bisschen Holz zusammensammeln und dann ist das auch gar nicht so teuer. Ja, ich sag mal, die Grundsubstanz hast du auf jeden Fall zusammen. Ich sag mal, das, was immer bei so einem Umbau mega teuer wird, ist dann halt, wenn es dann auch richtig an die Elektronik geht. So, ne? Richtig, mal, Wechselrichter, Wasserversorgungen und Solar und all so ein Scheiß. Ja. Aber diese Karre, die ist absolut basic ausgestattet, hat nur Licht drin, welches auf 230 Volt läuft. Wir haben hier eine kleine Unterverteilung drinne, da sieht man jetzt, das ist noch nicht 100%ig ordentlich, die Lichtsteuerung drinne. Also das ist auch alles an Elektrik. Ich habe nur eine Außensteckdose, da stelle ich ein Notstromaggregat oder einen Campingstecker vom Campingplatz ran. Dann habe ich hier drinne Strom, mehr brauche ich nicht. Ansonsten waschbeckentechnisch gibt es geile Alternativen, wo man Überdruck zum Beispiel auf einen Tank gibt und über einen Wasserhahn dann Wasser abgibt. Da will ich jetzt keine Werbung oder ähnliches für machen, aber da gibt es auf jeden Fall geile Alternativen, wo man dann nicht mal Strom für benötigt. Und da werde ich dann auch noch eine Anschaffung tätigen, denke ich mal, und ja, so mir sowas zulegen. Ne? Ja. Aber halt nichts fest eingebaut ist, weil man halt auch manchmal einfach den Platz braucht. Ja, das stimmt, ne? Auch wiederum. Wenn man hier, keine Ahnung, irgendwas macht, da mit Jungs irgendwo am Spot ist oder so, da braucht man ja auch Platz für 5 Flaschen Havanna und nicht nur für eine, ne? Ja, okay. Ansonsten, das Licht ist, ich geh mal kurz rein hier. Genau. Ja, fangen wir erstmal mit dem Bett an, das ja, ist sinnvoller. Ein schönes Bett, genau. 1,60 x 2 Meter Liegefläche. Mein Vater sagt immer 3 Arsch hoch, ne? Ja. Ist genau so, dass die Motorräder unten unterstehen können. Bei Supermotos, die zum Beispiel die Spiegel oben liegend haben, müsste man jetzt die Spiegel abschrauben. Okay, das ist ja schnell gemacht. Aber das ist, naja, die meisten von meinen Jungs fahren eh Unterlenkerspiegel, also von daher ist das eh egal. Ich selber ja auch. Karre reingeschoben, hier unten festgezogen. Dieser Platz hier ist quasi überm Fender. Also nochmal effektiv genutzt, sodass wir da auch keine Verschwendung haben. Und
genau, haben halt durch das ist ein Movano A 2L 2H, heißt extra lang und extra hoch. Und deswegen haben wir hier auch eine Deckenfreiheit. Ja, wir sind beide 1,93, ne? Ich bin 1,90 oder 1, ja. Hier können wir drinnen springen, ne? Ja, das also ist das Geile ist halt einfach, das feiere ich auch so, richtig, dass man hier stehen kann drin und trotzdem noch so viel Luft nach oben hin hat. Ja. Dachluke eingebaut. Ja, das ist auch mal sehr, sehr nützlich, sowas auf jeden Fall. Mit Plissé drinne und mit Fliegengitter. Junge. Dasselbe an der Seite. Das ist auch cool, das Ausstellfenster. Ich finde auch mal hier, wenn hier so die Küche ist, muss hier immer so ein Fenster drin sein. Und das mit Dachfenster ist auch geil, weil wenn du drin pennst, kannst du über Nacht schön aufmachen, dass sich keine Feuchtigkeit großartig drin bildet. Weißt richtig. Du? Immer ein bisschen Luft. Genau, du hast auch eine Luftzirkulation, wenn du hier das Fenster aufmachst und da oben so ein bisschen. Das ist schon ganz cool. Das hier oben sieht echt mega aus, einfach so, ne? Mhm. Mit den Lichtleisten so, Holzverkleidung. Die Türen, das wird auch alles noch verkleidet, aber irgendwo war jetzt einfach die Zeit zu Ende. Ja, ich habe jeden Tag nach der Arbeit mich dran gesetzt und habe an diesem Bus gewerkelt bis mitten in der Nacht. Da ist irgendwann einfach mal die Luft raus. Ja. Das Schlimme ist halt das Kleinkram, das hält irgendwo auf. Das Grobe kriegt genau. Man schnell und dann kommt über dieses tausendfache Kleinkram. Alles, was da jetzt weiß ist, möchte ich eigentlich gerne filzen, genauso wie hier vorne die Trennwand. Da soll eigentlich auch Klebefilz dann noch drauf. Hier ist auch noch ein Stofffach, ne? Genau. Das sieht echt mega aus mit dieser Paneele hier, diese Akustikpaneele. Akustikpaneele, ja. Genau. Hier mega muss der geil. Knopf noch ein bisschen verlängert werden, der ist relativ tief drinne. Da sind jetzt schon mal ein paar Campingstühle hinter. Gutes Stofffach. Ne, genau. Ja, schon geil. Also das finde ich echt immer noch mega. Jetzt habe ich gleich, zeig hier nochmal. Gerade hier, das finde ich richtig geil. Ja, Akustikpaneele und dann mit den Lichtleisten drin. Das sieht richtig, richtig edel aus. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, das hier zu verbauen. Ja, ne? Ja, ehrlich jetzt, ich finde die Idee mega. Entstanden ist das Ganze bei einem Kumpel, der hat eine Küche gebaut und unter der Decke mittig ein so ein Element lang drinne lang laufen lassen, in einem L drinne. Und da hatte er versetzt immer so 50 cm Streifen, sage ich mal, versetzt zueinander eingelassen. Und die haben dann in so einem warmen Weiß geleuchtet. Und das fand ich so geil, dass ich mir gedacht habe, das brauchst du hier drinnen auch. Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Sache, muss ich habe mir damit ein Ei gelegt, auf jeden Fall, weil diese Akustikpaneele, wenn man sich das hier mal anguckt, die sind dick. Ja, die sind 3 cm dick. Gewicht geht. Okay. Problem ist nur, bau da mal ein Scharnier an. Weil ja, das ist ja von hinten alles, diese Dämmung und so weiter. Und das ist Katastrophe. Also diese Scharniere haben gefühlt am längsten gedauert an der ganzen Karre. Ja. Sehr schön. Hier unten hast du auch noch Licht, ein paar Steckdosen. Da sind noch Steckdosen dran, links und rechts. Kannst du einfach dann. Ich mache es nachts so, dass ich meine Powerbank anschließe am Bus. Da habe ich auch eine Einspeisestelle für. Und dann kann ich hier 230 Volt auf den Steckdosen laufen lassen. Ich habe ja die Powerbank von dir damals gekriegt. 700 Watt, das hält die ganze Nacht. Da kannst du das Handy mitladen, da kannst du nachts noch eine Stunde Licht anlassen und wenn man will, auch noch mal ein Stündchen Fernsehen gucken. Das ist alles super. Ja. Der soll nämlich hier dann auch noch mal montiert werden. Genau, so ein kleiner Fernseher, das ist ja auch noch schön. Hier kommt so ein kleiner Halter hin, der dann schwenkbar ist, dass man sich hier vorstellen kann oder halt nach außen. Hier dran irgendwie, dass dann irgendwie, ich weiß nicht, da oben klappen kannst oder so. Weiß auch ich nicht. Schon überlegt, aber das Problem an der Geschichte ist einfach, dass es relativ kompliziert ist mit dem Gewicht auch denn und dass die Scharniere das alles halten und so. Und da sehe ich halt den Vorteil, den kann man sich auch mal rausschwenken, ne? Wenn jetzt zum Beispiel man irgendwo sitzt und Erzberg-Rodeo läuft oder keine Ahnung was, dann will man es ja dann doch schon gerne mal sehen oder die Möglichkeit zumindest haben. Und dann ist so ein Halter, denke ich, am praktischen. Ja, ansonsten kannst du uns mal dein, hast ja auch diese schöne Fernbedienung hier. Genau, da habe ich hier erstmal, ne, Wohnmobil muss ja alles relativ sicher und fest verstaut werden. Schöne Halterung bei gewesen. Und das Schöne ist, ich habe das Ganze hier auf 2 Zonen aufgebaut. Deswegen auch die Fernbedienung, das geht bis zu 4. Das will ich auch vielleicht nochmal erweitern. Aber da kann ich jetzt beispielsweise hier Zone 1, das ist der Thekenbereich. Und die Lampe über dem Fenster kann ich komplett ein- und ausschalten und kann halt hier RGB-mäßig alle Farben, die es irgendwie gibt, verstellen. Ne? Ich persönlich bin immer Freund von so einem warmen Weißton. Das sieht eigentlich immer ganz geil aus. Und da haben wir jetzt die zweite Geschichte. Ne? Obenrum
im Schlafbereich könnte man jetzt quasi sagen, ich mache das Licht aus, dann dimme ich es mir hier unten noch ein bisschen und ruckzuck ist das Ganze dann echt wahnsinnig gemütlich, ne? Ja, mega. Hier, so war das jetzt so. Kann man das denn sich hier noch ein bisschen runterdimmen oder halt komplett? Ja, und dann ist es hier drin eine sehr angenehme Atmosphäre, sage ich mal. Sehr, ne? Schön. Und dann gibt es hier halt natürlich auch, wie man das von so RGB-Lampen kennt, so verschiedene Modis, die da irgendeinen wilden Kram machen. Wenn du besoffen bist, wenn du kotzen willst. Ja, so ein Vulkanausbruch oder keine Ahnung. Irgend so eine Scheiße simulieren, da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wichtig ist, dass die Farben soweit stimmen und dass alles gut rüberkommt. Ne? Ja. So, das war's Licht. Genau. Dann zu dem Fenster einfach nochmal ganz kurz. Das ist auch Fliegengitter, Plissé dran. Ja, und ist geil. Eines Tages, keine Ahnung, im Rentenalter, dann mache ich hier noch ein paar Schlitze rein und dann mache ich hier Giuseppe den Eisverkäufer. Ja, ja. Dann können die Kinder sich hier eine Kugel Eis abholen. Vierfach verriegelt. Kannst du schön ausstellen. Moin Leute, was wollt ihr für eine Kugel? Ne? Und dann kannst du da schön durchgucken, durchlüften. Ja, das ist schon geil. Was, ja, was hat so ein Fenster gekostet, das jetzt? Ich glaube, das hier lag bei 250 Euro. Mhm. Ne? Und man hat halt hier auch die Funktion, jetzt zum Beispiel so ein bisschen hier nur zirkulieren lassen. Ne? Ja. Dann ist es ein bisschen offen, es regnet nicht rein. Eigentlich ganz geil. Mir war halt die Funktion hier mit dem Fliegengitter und dem Plissé extrem wichtig. Das, ne? Finde ich geil. Weil auch durch so ein Plissé, wenn das unten ober oder oben ist, unten ist und man hat das Fenster geöffnet, da geht ja trotzdem noch Luft durch. Ja. Und dafür ist es halt dunkel, denn, ne? Hm. Oder halt beim Fliegengitter kommt hier wenigstens kein Stechviech rein. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Nee, das ist immer nervig. Ne? Ja. Genau, dann haben wir jetzt hier diese Klappe noch. Das ist auch relativ relevant, sage ich mal. Einfach weil ich die praktische Leistung von so einem großen Auto einfach nicht missen wollte. Wenn man zum Beispiel aus dem Baumarkt Dachlatten oder irgendwas Längeres holen möchte, kann ich einfach hier unten den Druckknopf drücken hier. Es gibt dasselbe Prinzip wie hier auch. Hier oben habe ich noch eine Flügelmutter, das löse ich und dann kann ich dieses ganze Element einfach rausnehmen. Und dann habe ich somit wieder die volle Länge bis hier vorne. Ja, ne? Definitiv, kannst du auf jeden Fall lange Sachen mitnehmen. Genau, oder halt, ich bin im Urlaub, Motorradurlaub. Stehst hier hast du wenigstens deinen Freiraum, sage ich mal. Hier willst du dir auch nicht mit Klamotten alles zustellen. Ja. Dann stellst du die Klamotten hier um die Ecke, zack, buff, fertig. Ja. Ne? Das finde ich schon geil. Also jetzt, du hast jetzt einen anderen Umbau gemacht, wie nicht so einen Camper, typischen Camper-Umbau, sondern du hast ja hinten so gesehen eine Heckgarage reingebaut. Richtig. Und das ist halt das Geile, du kannst halt immer dein Moped mitnehmen, hast trotzdem hier vorne dein Küchenbereich, sage ich mal. Ich sage immer Schwarz-Weiß-Trennung, ne? Also du hast einen Dreckbereich und einen sauberen Bereich. Ja. Und das finde ich halt einfach. Ein oder so, ist halt perfekt. Und ich sag halt, du hast halt hinten echt eine Menge Stauraum einfach. Weil ich sag richtig. Mal, du hast ja bestimmt ein Drittel ist ja Stauraum und das ist halt das Geile. Ja. Da kannst du so viel. Also ich habe eben gerade mal reingeguckt, wo die Klappe noch nicht drin war. Da kriegst du echt eine Menge rein. Also. Und es passen hier mit ein bisschen Quetschen drei Motorräder nebeneinander. Ne? Ja. Also zwei vorwärts, eine rückwärts noch zwischengeschoben. Und das finde ich so affengeil. Ja. Oder zwei Mopeds und zwei E-Bikes oder so. Ne? Mhm. Wenn man da irgendwie in Urlaub fährt, dann hat man auf jeden Fall geile Möglichkeiten. Man hat nicht mehr diese Sorgen, ja, kann ich das jetzt mitnehmen? Ja. Habe ich den Platz dafür? So wie bei meinem Bus, wenn da drei Bikes drin waren und die Klamotten alles war, da bis unter der Decke voll. Ne? Sowas, das kotzt mich immer an. Deswegen bin ich auch so extrem glücklich, dass ich dieses Ding hier habe. Ja, das ist schon, ich habe schon zu Lemke auch gesagt, ich glaube, ich muss meinen T6 wieder verkaufen. Ich brauche auch sowas. Finde ich mega geil, bin ich ganz ehrlich. Also klar, es ist immer noch nicht fertig, es sind noch viele Kleinigkeiten. Man wird nie fertig. Richtig. Das kommt aber nach und nach, Ende des Jahres, ist er dann vielleicht mal durch. Ja. Ne? Na gut, dann haben wir alles soweit durch, ne? Genau, Wir wünschen dir auf jeden Fall schon mal einen schönen Urlaub oder eine schöne Dankeschön, Feier. Dankeschön. Ich nicht zu viel und dass die Karre heile. Definitiv. Ich habe zu Lemke heute unbedingt noch gesagt, ich komme heute vorbei, mal noch ein Video. Und wenn du da auf Sauftour fährst, dann hast die Karre ja noch gern Schrott oder so. Man weiß ja nie. Nein, oh hier. Nein. Guckt euch das an, hier gleich eine Mücke drin. Ja. Oh, scheiße doch. Ja, na gut. Ja, und dann können wir ja irgendwo noch mal ein Update machen, wenn du mal weitergebastelt hast. Wenn ich weitergebastelt habe oder sogar dann fertig bin, das wäre natürlich der Wahnsinn. Ja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass du mal wieder hier warst. Ne? Ja. Und ich denke, wir hören uns mal wieder. Ne? Genau. Also,
Wir wollten ja noch ein Video zum Moped machen, wenn du wieder siehst da bist. Siehste, stimmt. Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Da gibt es auch einige Neuigkeiten sogar. Ja, gut. Na gut. Ciao, Kakao, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ja.